erschuf der Schöpfer ein Universum, das so unvollkommen ist. Voller Elend, voller Sünde. Die Gelehrten des Himmels und der Hölle nennen diese Frage das Rätsel der Trauer. Wenn die Sünde selbst Teil des großen Plans ist, ist die Sünde dann per Definition nicht göttlich? Eine Frage für die Weisen. Doch ein besonders ruheloser Haufen hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt. Der Nephilim. Die Brut von Engeln und Dämonen. Krieger. Unerbittlich. Unaufhaltsam. Blutrünstig. Bis sie von vier aus ihren eigenen Reihen verraten wurden. Krieg, Tod, Zorn und Hader. Den vier apokalyptischen Reitern. Die Verräter erhielten unvorstellbare Macht von jenen, die dem Erhalt der Symmetrie von Ordnung und Chaos verschworen waren. Dem feurigen Rat. Seid Zeuge, wenn der Rat darüber tagt, den Krieg der Nephilim im Namen des Gleichgewichts zu beenden. Dies ist der neue Pakt. Krieg, der hier das Feuer über die Welt bringt. Ihr seid die unaufhaltsame Kraft allen Schmerzes. Tod, dunkle Seele der Ewigkeit. Ihr seid der tiefste Verderb. Ihr seid das Antileben. Hader, ewiger Geist immerwährender Unruhe. Ihr seid das Unstete im Herzen aller, die leben und atmen. Und schließlich Fury, entsetzliche Kraft der Wut. Ihr seid die Maschine, die... Wollen wir unsere Zeit mit Förmlichkeiten vergeuden oder kämpfen? Tretet vor und erkennt Reiter. Ihr seid die Ungeduldige deiner Sippe. Die Unberechenbarste. Ihr balanciert am Rande eurer eigenen Realität. Eure Brüder begreifen die Aufgabe, die vor ihnen liegt. Ihr auch. Ihr redet noch immer? Soll Tod uns einen Tee holen oder kommen wir endlich zur Sache? Fury, dein Part in dieser Geschichte muss erst geschrieben werden. Ich frage mich, wirst du das Schöpfungsfeuer neu entfachen oder die Glut endgültig ersticken? So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Darksiders 3. Ich wusste, dass der neue Pakt so aufregend ist, hätte ich mir von Krieg an Ort und Stelle den Kopf abschlagen lassen. Kann man an Langeweile sterben? Wüter, ist dir auch so langweilig? Vielleicht bist du aber auch nur faul. Würde ich nicht so an dir hängen, ich würde dich umbringen, nur aus Langeweile. Der Ruf? Endlich. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass du ein Planet voller Dämonen bist, die getötet werden müssen. Oder zwei. Krieg? Welch klägliches Schicksal hast du dir aufgeladen, Bruder? Hüte deine Zunge. Ich bin vielleicht die Unbeliebteste unter den Reitern, aber meine Zunge hat mich noch nie in Ketten an einen Felsen gebracht. Fury, kommt näher. Ich nehme an, es gibt ein Chaos, um das sich jemand kümmern muss. Ihr scherzt, doch es ist wahr. Krieg hat seinen Eid gegenüber diesem Rat gebrochen und das Siegel zerstört. Oh, die Apokalypse. Warum sollte er... Wir wissen es nicht. Noch nicht. Während wir reden, versinkt die Erde unter den Speeren des Himmels und den Hämmern der Hölle.
Die Reiter sollen also reiten. Nein, während der feurige Rat zu begreifen versucht, wie und warum der Verräterkrieg diese abscheuliche Tat begangen hat, gibt es eine Angelegenheit, die behutsames Vorgehen erfordert. Er hätte Tada rufen sollen. Er ist der Behutsame. Die 7 Todsünden wurden befreit. Von wem, können wir nicht sagen. Doch die 7 streichen nun ungehindert durch die Welt. Das Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos ist bereits in Gefahr. Die 7 dürfen nicht ungehindert agieren. Krieg liegt in Ketten. Tod ist verschwunden. Hader hat andere Verpflichtungen. Als ihr das letzte Mal mit ihnen zu tun hattet, hat es euch alle 4 gebraucht. Mit diesen Dummköpfen werde ich im Schlaf fertig. Doch wenn das erledigt ist, verlange ich meinen rechtmäßigen Platz als Anführerin der Reiter. Wenn euer Gehorsam einen Titel gewährt, dann sei es so. Doch stellt uns niemals Forderungen. Reiter, ihr reitet unverzüglich aus. Sei gegrüßt, Fräulein Fury. Ich gebe zu, dies ist ein unerwartetes Schicksal. Eine Beobachterin? Ihr zweifelt an meiner Loyalität? Bitte, sei nicht böse. Ich bewundere dich so sehr. Ach was, ich bin ein Fan. Du bist der Reiter, der Einzige, der zählt. So, jemanden kennen wir doch aus dem zweiten Teil schon. Genug. Du darfst mich begleiten, aber komm mir nicht in die Quere. Ich werde wie ein Schatten sein. Unerschütterlich. Still. Noch stiller. Geht, sucht den Ort namens Haven. Eure Suche nach den 7 beginnt dort. Fury, warte. Was auch immer zwischen uns vorgefallen ist, suche in deinem Herzen. Du kannst nicht glauben, dass ich dieser Verbrechen schuldig bin. Etwas stimmt nicht mit dem Universum. Sei wachsam, Fury. Mächte verschwören sich gegen uns. Hör auf meine Worte! Ja, und so begeben wir uns auf unsere Reise. Oje, oje. Wer das Auftritt, Alter. So, haben wir eine geile Peitsche und erstmal kurz, okay, so tut man fokussieren, so tut man ausweichen, oder auf B macht man nichts, okay, 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 dann macht man Slam. Sprinten können wir auch. Was ist das? X, um anzugreifen. Schnell. Oh, Kacke. Schnell. Haben wir. Ah, so. Ah, oh.
Okay. Seelenlurcher. Gefallene Feinde setzen bei ihrem Tod Seelenlurcher frei. Blaue Lurcher fungieren als Währung. Grüne Lurcher erneuern die Erholung der Nephilim. Und gelbe Lurcher füllen den Zornbalken. Klingt nice. Ich will kurz schauen. Zack, zack, zack. Interesting. Dann, let's go. LT, damit Furry einen einzigen Gegner anvisiert. Okay. Lässt sich machen. Oh. Wir haben mal was Großes. Um auszuweichen. Eine der Sieben ist nahe. Ich weiß es einfach. Hoffentlich ist es nicht leicht. Sie ist schrecklich. Also haben wir es als erstes mit einer Sieb zu tun. Aber bevor wir das sehen, sehen wir uns das im nächsten Mal an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.